Eine Nachricht jagt die andere. Schlagzeilen im Sekundentakt. Nirgendwo ist der Medienmarkt härter als hier in New York. Um wirtschaftlich zu überleben, haben die Medienhäuser und Macher unterschiedliche Strategien entwickelt. Der 51-jährige PR-Experte etwa schreibt für die Huffington Post. Er nutzt die Online-Zeitung, um sich darzustellen. Ich schreibe meine Meinung und bekomme sofort eine Rückmeldung von anderen. Darauf antworte ich dann wieder. So entsteht dann ein Gespräch. Man lernt voneinander. So etwas hatten wir früher nicht, als man nur einen Artikel schrieb. Jetzt aber gibt es diesen ständigen Dialog. Das ist doch toll. So wie er schreiben inzwischen Tausende von Bloggern für die Huffington Post. Leben können sie davon aber nicht. Ich werde für meine Artikel nicht bezahlt. Sie sind Teil meiner Arbeit. Ich bin ein Meinungsführer in meinem Fach. Ich schreibe gerne. Ich mag den Austausch. Ohne das Internet haben auch Qualitätsmedien wie die New York Times keine Zukunft. Denn die neue Währung des Internetzeitalters sind Klicks von Online-Angeboten. Möglichst viele Kunden der New York Times mit neuen, multimedialen Angeboten zu überraschen, gehörte jahrelang zu den Aufgaben von Gabriel Dance. Wir haben inzwischen viele Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Früher gaben wir Texte und Bilder in den Druck. Heutzutage haben wir im Internet zusätzlich Karten, Videos oder Spiele. Das ist eines der Computerspiele, das er für die New York Times erfunden hat. Es geht um ein Thema, das auch in Zeitungsartikeln zu finden war. Wie gefährlich das Schreiben von SMS beim Autofahren ist. Zu den Stärken von Spielen gehört, dass sie den Spieler am Geschehen teilnehmen lässt. Der Spieler ist engagiert, er ist betroffen, er identifiziert sich stärker mit den Inhalten. Computerspiele für Medienhäuser zu entwickeln, darauf haben sich in New York mehrere Unternehmen spezialisiert. Eines davon ist Games for Change. Der beliebteste Beitrag der New York Times 2013 war kein Artikel, sondern ein Quiz. Immer mehr Menschen suchen interaktive Inhalte auf der Webseite. Das interessiert sie einfach mehr. Vor allem Spiele werden immer beliebter, bei allen Altersgruppen. Davon profitiert auch ihr Unternehmen. Die Nachfrage nach Spielen, die gesellschaftlich relevante Themen behandeln, ist groß. Das Spiel heißt Die Hälfte des Himmels. Man findet es auf Facebook. Es geht um die Unterdrückung von Frauen weltweit. Das Spiel basiert auf einem gleichnamigen Bestseller. Das Buch hat ein Journalist der New York Times geschrieben. Gabriel Dance versteht sich immer noch als Journalist. Er weiß, das Internet setzt neue Maßstäbe an den Journalismus. Sie müssen informieren, unterhalten und einen lebendigen Dialog mit ihren Kunden aufrechterhalten. Sobald ein traditioneller Journalist sieht, dass wir seine Arbeit ergänzen, sucht er die Zusammenarbeit mit uns. Wir leisten etwas, was er nicht zu leisten vermag. Mit unserer Hilfe erreichen klassische Journalisten ein größeres Publikum. Der Medienmarkt, nicht nur hier in New York, wird stark umkämpft bleiben. Verlage, Medienhäuser und Macher werden sich weiter verändern müssen, um zu überleben.